Hier sieht auf jeden Fall besser aus als eben gerade. Okay. Dann zurück ins Haus und nochmal mit der Dame reden. Ja, Moment, ich muss mir noch kurz das Upscale-Ding machen, weil so ist das unerträglich in der Größe. Ist. Zumindest nicht mehr wischiwaschi wie vor, aber wie vorhin. Es scheint wieder zu Ja, laufen. es scheint besser zu sein, aber nicht gut. Vielleicht hat der Neustart wirklich geholfen. Naja. Wahrscheinlich nicht, aber man sollte sowieso ab und zu mal neu starten. Also von daher ist ja okay. Die Grafik ist nach wie vor scheiße. Na, egal. Was? Habe ich etwa vergessen, Raytracing anzumachen? Mrs. Webster, come quick. I found it. Please, hurry, Mr. Parker. There isn't much time. Was haben wir denn jetzt überhaupt gefunden? Ich würde sagen, die Statue 1. Sonst brauchst du die irgendwie für das nächste zum Nee, Slot das soll noch nicht Mine-Worthing. sein. Apropos, ich kann mal jetzt auch mal kurz wieder aufmachen. In den Walkthrough gehst du jetzt dem grünen Haus und dann kommt da ein Jeep vor und der. Mit dem musst du dann irgendwie reden. Und der kam bei dir bloß gerade Ja. nicht. Ja, weil ich zu früh da war. Weil, wie gesagt, es kam ja nicht an, dass ich erstmal mit der Frau reden muss. Beziehungsweise erstmal mit dem Painting interagieren. Zur Apotheke und dann müsste ich hier eigentlich gleich. Ja, da Parker, kommt der Typ. didn't anyone ever tell you? Und die muss jetzt quatschen. Vielleicht ob die Statue irgendwie verwendet Aid! ihm. Also. Jetzt müsste er No! die richtigen Sachen sagen. Was war's? Was war's, Dritte? Ich habe gerade keine Ahnung. Ein, ja und. Nein, Jock. Das dritte war Jock, Tehu. was? Tosot war's. Tahu? Sa! Ai! Yog! Tahu? Sa! What are you saying? No, not that! Oha. Jetzt haben wir es hochbeschwört. Hätten abhauen sollen. Parker! Wie üblich. Okay, nee, Okay, du gut, musst dann irgendwas sollte man. anderes machen. Du musst Ich weiß, ich hätte schon das zaubert. sagen müssen, aber ich hätte Ah, nee, vorher du musst noch dann mit ins dem Haus Ding gehen interagieren irgendwie. sollen. Nein, an das Symbol und dann das Statue nochmal benutzen und dann, ja. Statue, ja, die Statue mit dem Symbol. What the hell? Ich verstehe, wie dieses Spiel so viel Spielzeit damals generiert hat. Und verwandelt er sich in einen gruseligen Geist. Habe ich eigentlich je erwähnt, dass ich alte Adventures echt nicht gut finde mit den ganzen Todessachen? Ja, und Safe sind auch eine relativ neue Sache. Das ist dann in dem, ich meine, das erste Super Mario Spiel, das war auch so ein Hardcore, weil es da keine Saves gab. Das musst du, wenn du da irgendwo in Welt 8 gestorben bist, da
hast du die Arschkarten, darfst du nochmal von Welt 1 neu starten. Das hast du eigentlich immer noch, nur hast du mittlerweile so viele Leben, dass es niemand mehr interessiert. Hast du mitgekriegt, dass Nintendo Palworld jetzt verklagt wegen nicht Copyright-Verstößen, sondern wegen Patentrecht? Weil die sich scheinbar das Prinzip Gegner fangen und später im Kampf benutzen haben, patentieren lassen. Okay, bin mal gespannt, ob es klappt. Es wird klappen, aber die online wird sehr stark behauptet und vermutet, dass Nintendo es erst nach dem Erfolg von Palworld hat patentieren lassen, was auch Sinn ergibt, weil es gibt halt sowas wie Dragon Quest Tamers und so weiter, was früher rauskam. Und wenn die das gemacht haben, dann hat Nintendo bei mir zumindest richtig verkackt. Werde ich von denen nichts mehr anrühren in meinem ganzen Leben. Nicht mal mit allen Sachen. Ich habe Nintendo eh schon seit langem. Hat er eh nichts mehr, spielt eh nichts mehr von Nintendo. Parker. Wir hatten gute Sachen, aber wenn die halt wirklich den Move gebracht haben, dann. Ja, gut, ich bin mit Palworld durch. Ich habe das durchgespielt, habe es nicht, aber. Das Let's Play ist beendet. York. Nahu. So. Ist halt schade, aber. Ich finde es halt lächerlich, wenn die halt das wirklich gemacht haben, dann. Wow. Das ist die Frage, warum die nicht die anderen Spiele das machen. Das wird Statue oder dein. Not that, Parker, please. Jetzt haben wir deinen gruseligen Geist. Good God. How horrible. Der Typ ist wieder da. I beg you. From the depths of the abyss, come to my aid. Fill me with the power of the age-old curse. Hat er gerade einen Anfall oder was ist mit ihm? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Weil er betet zum sehr großen, sehr dicken Fisch. Also ich weiß nicht, ob mit ihm noch alles richtig ist, aber hey. Das musst du mit der Statue 2. Ja. Ich glaube zur Apotheke. Arlington's Barn. Wo ist Arlington's Barn? Und da waren wir noch gar nicht. Die ist an dem grünen Haus für an dem. Da waren wir überhaupt noch nicht im Spiel. Das ist, wenn du an der Apotheke vorbeiläufst nach links. Oh, da kann man nach links. Ja, links. Du kommst dann so eine große Villa und da nochmal weiter nach links. Ist nochmal hinter dem großen Tor dort. Nach vorne. Da kommst du zu noch. Oh, da kann man nach links? Da bist du bei dem. Da waren wir noch gar nicht. Don't bother trying that. Da musst du jetzt irgendwie. Jetzt musst du nochmal aufsagen hier mit ihm. Was? Ich hab glaube ich schon was verkackt. Ah. Wenn er kommt, musst du dann die Worte sagen. Gana! Der Junge mal. Half! Tick! Ei! Rala! Ei! Ja, verkackt. Fuck. Wann hast du gespeichert? So young! Gerade kurz davor. Alles gut. Okay, du musst dann gleich. RLA, GNA. Ja, es war diesmal Ragen. GNA und dann. Ja, ich kenne die Buchstabenkombination. Es sind wieder Worte, die keinen Sinn ergeben, aber. Ey. Dann musst du von der Schlange abhauen. Musst aber hier. Oder die Statue musst du mit der Schlange. Okay, der im Tutorial stirbt, der im Walkthrough stirbt hier auch gerade. Ich glaube, du musst eine Statue benutzen. Rala! Gana! Half! Tick! Rala! Gana! Half! Tick! Ja, nee, du musst an dem Faden hochklettern. An dem Faden. Und da die Statue mit dort oben auf der Rune. What the fuck?
zweiten Staffel. Not that. I beg you. Okay, the fuck. Good God, how ghastly. Der kriegt wieder einen Anfall. Help my faithful servant. Ich glaube, dass wir gerade relative Standardzauber benutzen. Das eine hat den Typen halt quasi mit dem Todeszauber erwischt und das hier dürfte Tentakel zerquetschen ein Herz sein. Die kenne ich. Die hat mal in einer Call of Cthulhu-Runde einen Priester von mir benutzt. So, als nächstes. Ja, das nächste ist. Barrel Store. Die Menschen dort. Da waren wir auch, glaube ich, auch noch nicht hinter dem Fischladen. Rechts. Muss zum Fischladen und dann rechts. Ich mache das lieber nach dem Guide, den ich jetzt hier habe. Das heißt, erstmal zum Barrel Store. Höhe. Ja, das ist doch der Fischladen. Und dann rechts. Ja, mal nach rechts, dann kommst du zu einer großen Villa, wo wir auch noch nicht waren. Keine Ahnung, wo die ganzen Orte herkommen. Nach rechts, nicht nach links. Ja, ich muss erstmal hier jetzt in die Mitte des Screens laufen, hieß es. Dann den Rotten Fish benutzen. Ja, wo kommen denn die ganzen Orte her, wo wir noch gar nicht waren? Ist das bei Cthulhu immer so, dass plötzlich Orte auftauchen? Ja. Wir haben hier 3-4 neue Screens. Was soll ich denn jetzt mit dem Rotten Fish machen? Das kann ich hier nicht benutzen. Keine Ahnung. Und mit meinem Geld muss nach rechts gehen. Geh davon aus, dass ich nach rechts gehen muss, aber dann. Weicher mal ab. Keine Ahnung, was du mit dem Rotten Fish willst. Ja. Du kommst dann in der Villa und dann musst du nochmal rechts. Ich glaube, der Guide hier ist von ChatGPT gemacht worden. Weißt du, ich jetzt hier das erklärt eigentlich. Okay, cool. Haben wir eine Katze dabei, die ich an dem Hund benutzen kann? Nein. Ja, du musst jetzt erstmal nach geradeaus, musst du jetzt gerade. Dann kommst du zu einer. Nach vorne. Ja, hier. Was meinst du da rein? Nee, nach geradeaus hättest du gemusst. Zum. Nicht rein, sondern nach vorne. Zu dir. Probier zum jetzt erstmal rein. Zum Screen hin. Nein. Dreidimensionell nach vorne. Richtung Zuschauer. Nicht dort lang. Ach so. In die entgegengesetzte Richtung zu rein. What do you know? It's Mr. Parker. A tough one. We can, Dad? Goodbye, Parker, and good riddance. Okay. Was? Ach, du bist einen Screen zu weit gegangen. Stirb! Ich hätte jetzt gedacht, du musst da... Nicht Video-Tutorials machen einfach. Okay. Video-Tutorials sind scheiße. Der nächste ist hier bei der Priester dort, bei dem Haus dort. Wie kommst du da hin? Der war einfach ein falsches Spiel. Ach, oh Gott, ich... Video-Tutorials. Okay, wir haben eins nicht... Wir haben eins okay, von gemacht, vom, okay. Vom Holzhaus nach rechts. Von dem... Ja, west side of the house. Ja, der hat schon was geskippt hier. Schlechter Wolken. Ja, von dem Bürgermeisterhaus, von dem Holzdings. Von hier aus müssen wir dann hinter zu dem Coldstone-Typen. Da, dann ist das nächste. Zum braunen Haus musst du und dann musst du zu dem mit der Veranda, mit der Villa Gunterbund. Mit dem. Ja, ich weiß schon, ich merke mir gerade, welche drei Buchstabenfolgen wir benutzen müssen.
Ja, sieht exakt so aus. Jetzt noch die alten Pippi Langstrumpf-Filme, die mit der Realverfilmung, die mit dem, deren Schauspielerin auch schon länger längst tot ist. Die damals ein Kind war. Pippi Langstrumpf ist auch so schlecht gealtert. Nicht nur die Schauspielerin, sondern auch das Ding ist da. Die Filme selbst. Es gibt eine ganze Episode, ich glaube, das war eine mehrere Filme Serie. Es gibt eine Episode von dem, wenn deren Titel, wenn ich das aussprechen würde, könnte ich meinen Twitch-Kanal einstecken. Könnte ich aufhören mit Twitch. Das dann könnte ich sofort aufhören. Kann mich freiwillig selbst canceln. Jetzt haben wir der Kunterbund, habe ich doch gesagt, hier zu dem. An dem Holzhaus rechts dort. Jetzt rechts. Da hier. Da müsste jetzt ein Priester rauskommen eigentlich. Ah ja, hier. Oder der Doktor oder was auch immer der ist. Naga! Kuru! Kau! Wig Naga! Kuru! Kau! Wig! No, Parker! Die Statue 3 mit dem Symbol links dort vorhanden. Bitte. Parker! Have mercy! Not that! Please tell me you won't do that! Welcher ist es? Schmelzendes Fleisch! Okay, den kenne ich auch. Ja. Dear God. Okay, cool. How abominable. Yog-Sothoth! May your demonic power guide my corrupted soul! Jetzt brauchen wir noch einen vierten. Ich glaube, das ist jetzt dort bei der Villa dort. Beim General Store. Erstmal. Ja. Wir müssen am Friedhof vorbei. Nein, das ist woanders. Erstmal General Store und den verrottenen Fisch jetzt benutzen. Ja, Middle of the Screen, hier. Ah ja, da musst du zu dem Screen, wo du vorhin noch nicht durftest. Jetzt hier. Und da gibt's dann die Fischhäuser. Jetzt kriegen wir eine Katze und die Katze müssen wir gleich zusammen mit dem Hund benutzen. Wir haben eine Katze in der Unterhose. Autsch. So. Ja, da kommt gleich ein Hund. Und dann musst du nach vorne zum Screen. Bist du runter? He's there. Let's go. I'm going to skin you alive. Ich hoffe, du hast gespeichert. Ja. Nein, hier sitzt du noch nicht hin. I've got it. Come quick. Ah. This is turning into quite fun and bizarre. Alter, was? Das ist alles für eine Todesszene. Okay, cool. Okay, du musst mit dem Fisch. Der Hund ist woanders. Der ist bei einem blauen Haus. Ich weiß, dass der Hund woanders ist. Ich wollte die Todesszene sehen, weil die anders war. Ja, okay. Ich hab selbst einen Guide hier. Keine Sorge. Weil ohne können wir an dem Punkt einfach nichts mehr machen. Ja, ist klar. So steckt die Katze ein. Ja. Mit Hamilton House. Ich vertue das Ganze mal. Katze unter Unterhose sollte wehtun. Bishop's Place war hier, dann darunter, dann dahinter. Wenn du noch irgendwann vorhast, Kinder zu kriegen, würdest du dir keine Katze in die Unterhose stecken. Das ist. Außer es ist eine sehr gut erzogene Katze, die das mag. Ich halte das nicht für gute Erziehung, aber okay.
Aber jetzt musst du nach rechts. Kann hier nicht rechts. Nein, nach links. Und das. Mal probieren. Nach links geht's auch so. Dort ist der Holzhütte. Ach so, ja, zum Hafen. Das hätte ich jetzt auch gemacht. Ah, jetzt kommt. Nee, du musst da zu dem. Aus irgendeinem Grund musst du da bei einer blauen Hütte rauskommen. Das ist verwirrend. Hier nicht zum Hafen, du musst da an einem. Hier ist auf jeden Fall etwas und ich möchte gucken. Ah, guck mal, die Katze bewegt sich. Das ist ja cool. Da ist auf jeden Fall etwas oben. Aber der Hund ist vor dem dunkelblauen Haus. Das müsste laut Videoguide. Ich guck erstmal, was wir danach machen müssen. So. Ja, nach links eigentlich geht der. Aber wenn du nach links gehst, kommst du zum Strandhaus. Ich muss durch den Busch noch durch. Du musst doch zu der Fischhütte und dann links. Jetzt nach vorne. Jetzt nach vorne zu dem. Jetzt müsstest du links zwischen dem Busch und so. Jetzt musst du da irgendwie zu einem. Ja, dort lang. Oh mein fucking Gott, was? Was? Genau das meinte ich gerade. Das ist die Katze mit dem Hund nutzen. Ja, ich gebe mein Bestes. Vorsichtig die Haut ab. Ja, die Katze ist gut erzogen. Alter! Dad, the dog's barking. He must be here. Let's go and get him. He can say his prayer. Alter. Woher hätte ich das jetzt wissen sollen? The fuck? Ah, du musst zum Strand abhauen. Rechts, oben, links, runter, runter. So young. Oh, weil. Du musst halt abhauen. Wie zum ja. Geier. Dann musst du zu dem Screen, wo da darfst du, wenn du dann in den kommst, kannst dann dort in die Villa rein. Ach, das ist, wieso ist denn das? Okay, ich merke mir jetzt einfach, wo muss ich langrennen. Du musst zur Villa hin. Rechts, hoch, links, runter, runter. Also einmal im Kreis. Okay, jetzt musst du aber erstmal durch, dort vorne hinter dem Screen nach links. Ja, ja. Also wie man da hinkommt. Gibt ihm ihre links. Das ist die Katze mit dem Hund. Und dann abhauen. Dad, the dog's barking. He must be here. Ich glaube zum Strand war es und dann wieder nach oben. Du musst zu dem Screen, wo die vorher waren, hin. Was? Okay, hier kann ich dann runter. Und jetzt nach vorne. Und jetzt kannst du in die Villa rein. Okay, cool. Immer speichern. Oh Gott. Was zur Hölle ist dieses Spiel? Hier kannst du dich jetzt erstmal umgucken. Okay. Wir gucken uns erstmal so um. Das Ding hat hier mehrere Räume. Kompasskarte. Gerne. Sagt er nichts zu? Speichert. Also du musst hier das. Es gibt hier mehrere Räume an dem Haus, die du erstmal erkunden musst. Und oben gibt's dann. Was? Ja, was? Wieso ist denn ein Snapscreen? Was? Ich hab ein Netz angeguckt und ich bin in dasselbe Netz gefallen, was? How the fuck did this happen? Du fragst dich bei diesem Spiel überhaupt noch irgendwas?
komme ich hier jetzt weiter? Was so? Was? Ich guck mal. Ich mach jetzt hier, guck mal. Die Vase musst du dir angucken, die hier nicht vorhanden ist. Eine Laterne musst du dir greifen. Compass Card und Ship Wheel. Sicher. Du müsstest klar. Eine Laterne haben, da müsst auf dem Stuhl rechts müsste eine Laterne stehen. Ja, die habe ich schon längst. Hab ich schon längst. Ich muss die Kompasskarte mit dem Schiffsrad benutzen. Was? Ah, da geht's jetzt hin. Hinterfrag's einfach nicht, Modi. Hinterfrag's nicht. Aber das... Nicht denken, Modi. Hä? Okay, gibt doch in keiner Welt Sinn. Lantern und Fireflies, okay. Also die Lampe musst du an den Kamin stellen. Die du unten aufgehoben hast. Ja, dort rechts zu. Was? Was zum Henker? Okay, auf den Teppich sollst du nicht treten. Nein, offensichtlich nicht. Okay, die Todesfeinde werden immer dreister. Ich wollte nur rübergehen zu dem Ding. Warum ist da ein Loch im ersten Geschoss? Warum kann ich die Leiter nicht damit benutzen? Sollst du rechts auf den Sims stellen können? Ich muss da rechts dort stehen. Oh Gott, was? Ah, ja. Und jetzt kannst du da durch die zweite Tür. Durch die. Rechts. Hey, okay, klar. Ergibt Sinn. Bestimmt irgendwo. Jetzt musst du zu dem Schrank und aus dem Schrank was rausnehmen. Vorne rechts dort die, wo die Lampe drauf steht. Lass mich erstmal gucken. Da muss was drin sein im Schrank. Und da kommt ein Schalterrätsel. Und dann. A book called Magic Rites. Okay. Nehmen wir mal mit. Können wir nicht mitnehmen, klar. Ja, du kannst was in dem Tisch dort vorne mitnehmen. Dann müsstest du da ein Schalterrätsel kriegen. Es kommt aus irgendeinem Grund ein Schalter aus dem Boden. Welchem Tisch mit dem hier oder was? Vorne neben dem Mikroskop, neben dem Teleskop. Da habe ich doch schon reingeguckt. Unten in die Schublade. Und hier. Oh mein Gott, was? Und da musst du jetzt irgendeine Sache rausnehmen. Würde ich ja, wenn das irgendwie gehen würde. Jetzt geht das! Was? Aus irgendeinem Grund sind jetzt die Hebel gleich. Geh mal kurz raus und wieder rein. Vielleicht sind dann da Hebel. Nee, spawnen erst, wenn du dort, wenn du den Tisch öffnest. Ah ja, das Handle, den du im Inventar hast. Den musst du jetzt. Hä, warum? Teleskop? Du musst den. Ach, du musst den Handle mit dem Teleskop benutzen. Und dann kommen ja, jetzt hier. Das hatte ich mir gedacht. Aus irgendeinem Grund kommen da jetzt drei Hebel raus. Aus dem Boden. Gut. Weil du am Kompa am Teleskop irgendwas tust. Hinterfrag's nicht. Jetzt musst du zum Regal. Ich muss erstmal den südlichsten Hebel benutzen, offensichtlich. Die Frage ist, wo ist Süden? There was a kind of ball in this land. What could you have been for? Okay, sicher. Den Ball muss ich jetzt hier mit dem Painting, glaube ich, benutzen. Jetzt haben wir. Ja, da öffnet sich eine neue Tür und da kannst du dann jetzt durch. Macht Sinn. Okay, Moment, ich muss das jetzt mal kurz tun. Ich speichere das Spiel und ich gucke jetzt mal, was bei den anderen Hebeln passiert. Todesfeinde wahrscheinlich. Oder gar nichts. Ah, eine Todesfeinde. Was genau ist passiert? Ich sehe hier nur bei. Exakt. Er ist jetzt Teig. Er wird demnächst frittiert. Du musst durch die andere Tür nach oben. Ich weiß, ich hab's versucht, die Perspektive ist scheiße. Ah, und da musst du dann, das dann das nächste Opferungsritual
Muss dann die Statue benutzen. Ja, ich gucke gerade. Okay, Magic Rites. Muss ich jetzt nochmal mit... Da gibt's eine interessante Todesszene. Okay, nehmen wir mit. Also irgendwie kommen dann Kultisten dort irgendwie nach oben. Alter. Im Notwissen musst du irgendwelche Worte aufsagen und die falschen sagst, dann kommen Kultisten und stimmt nicht. Okay, dann speicher mal. Machen wir jetzt Folgendes, wir speichern und dann gucken wir uns die mal an. Datum 4. So, who has shot? Dass jetzt die richtigen waren. Kau! Shoot! Eu, Nagia, Naya, shoot! Ah. Your luck's running out, Parker. The great ancients will reign once more. Only you won't be there to see it. Okay, interessante Szene. Dann sag jetzt mal die richtigen. Ja, ich gucke gerade, welche es sind. Onya Kultur. Okay. So. Naya. Shoot. Sir. So. Naja, shoot! Da! Und wir die Statue auf die richtige Stelle legen. Naja, what? Ich glaube, du musst abhauen. Ich gucke gerade. Your luck's running out, Parker! The great! Du musst wegrennen, weil die Schlägertypen kommen. Du musst das mal abhauen. Du musst wegrennen und dann hast du es irgendwie geschafft. Du musst aus der Villa raus. Was? Du musst einfach abhauen. Nee, ich hätte die Statue benutzen müssen nochmal bei denen. Okay. So. Naja. Und der Minugeld rennt einfach weg. Da. Kau. Shoot. Naja, shoot. Ich hab mich verklickt, oder? Ja. Du sagst, du musst die Statue nochmal benutzen. So. Naja. Shoot. Aus irgendeinem Grund kommen die jetzt aus den Wänden raus. Ja, das sind Klassiker, die laufen durch Winkel bzw. durch die Ritzen. Jetzt glaube ich, musst du vor denen jetzt abhauen. Na gut, sie sind nicht sonderlich schnell. Wir liefern uns eine Verfolgungsjagd in Rollatorgeschwindigkeit. Mhm. We've got him. Now we'll have some. Wie willst du das jetzt? When you're about to be stabbed, you statue again, hieß es. Your luck. Was? Get caught and when about to be stabbed, you statue again. Die kommen, er benutzt die Statue. Ja, du musst die Statue. Dann musst du die Statue einfach nur anklicken, wenn die da sind. Wenn die nicht. Ah, okay. Du musst die Statue nochmal anklicken, so. Glaube ich. Naja. Achso, nee, du musst die Statue auf den Altar stellen. Auf den. So, nein. Glaube ich. Ich würde es mal auf dem Altar versuchen. Offensichtlich nicht. Ich hab's gerade probiert. Probier es jetzt nochmal hier. Also im Video rennt er erfolgreich weg. Ich würde mal versuchen, einfach abzuhauen.
Ja, cool. Und raus hier. Face it. We've got him. Nein, du musst aus dem Haus raus und dann hast du es aus irgendeinem Grund geschafft. Ja, ich kann aber nicht wegrennen. Kannst du mir das Video mal bitte schicken, dass du mich die ganze Zeit anguckst? Du beschreibst das hier einfach so, ja, der rennt dann da weg und dann hat er da die Sachen gemacht. Aber das bringt mir halt nichts, wenn ich nicht sehe, was er tut. Wie hast du? Oh mein Gott, ey, das ist... Ich erinnere mich dran, wir spielen keine alten Spiele mehr. Wie viel ist dein Auto wert? Auf wirkaufendeinauto.de findest du es schnell und einfach. Na, das andere Cthulhu-Spiel vielleicht noch, aber sonst keine mehr. Ich höre gerade das Video, was du abspielst. Mal grad sehr schön natürlich werben. Hörst du das. Ja, natürlich hörst du das. Wenn du dem Video haust, dann an der Stelle einfach ab. Okay, jetzt gerade. Also hier bei Minute 3 Stunden 51, 40. Ich bin gerade an der Stelle, ja. Der macht hier mehreres, aber... Die Statue benutzen und abholen, denke ich, ist das die... Weiß, was wir vergessen haben. Wir haben eine Sache nicht gemacht. Ich werde auch nicht ganz schlau draus. Aus dem, was der da tut. Wir haben Magic Rites nicht gelesen. Wahrscheinlich müssen wir das lesen, damit das Page richtig gecheckt wird. Yes, that's the right chapter. The worshippers of he who howled. Page 111. Alter, yes, kann ich mal right zurück, chapter. Was? The worshippers of he who howl, page 111. Okay. That's the right chapter. Cool, Sequence Break. Ich lade mal neu. Das ist ein Game-Breaking-Bug. Das ist nicht Game-Breaking, wenn du laden kannst. Page 111. Yes, that's the right chapter. Muss das durchlaufen lassen? Cool. Page 111. Yes, that's the right chapter. The worshippers of he who howls in the night. Oh, his symbol is the butterfly Hannibalus, more commonly referred to as the comet butterfly. Four stigmas of different hues, red, white, blue, and green, punctuate its wings. These wings are so fine that, with the help of a camera obscura equipped with a lantern, you can project these colors onto different materials. Thus, the operator could easily locate on sacred monoliths, the secret positions where certain ritual talismans were placed. Once these talismans were placed and the ritual formula had been spoken, the operator could call upon or chase from the celestial sphere he who howls in the night. But all this is probably nothing but legend. Was? Okay, versuch's nochmal. Okay. Ja, ich guck mir jetzt erstmal das Video weiter. Ich habe jetzt das gemacht. Ist dort dem aus denn irgendwann ab? Dann rennst er mal raus und dann kriegst du die Katze hin, dass der Typ wieder einen Herzinfarkt kriegt. Keine Ahnung warum. Was? Ich wusste das wirklich im exakt richtigen Moment? Was? Okay, das war schon korrekt, was wir gemacht haben. Und dann musst du irgendwie abhauen. Dann, wenn du abgehauen bist, dann kriegt er dann sein Herzinfarkt. Ja. Sag mal so, die Tatsache, dass das Ding hier halbwegs auf 60 FPS läuft, ist nicht cool. Gut. Bei mir kommt vielleicht 23 an. Ja, aber im richtigen Moment, das kann mit bis zu 60 FPS laufen. Also Bildqualität haben wir heute nicht. Das Bildqualität hat das Spiel generell nicht, weil es super alt ist. Ja, aber es ist heute wirklich schwammig. Wir hatten es die letzten Wochen. Ist es heute schon wieder scheiße? We've got him. Es liegt an deinem Internet. Aber ja, bei so einem alten Spiel. You pay for this. Go, bah!
kann man froh sein, wenn man das sieht. Ja, hast du es geschafft. A curse on you for Elea! Okay, den kenne ich nicht. Den Zauber kenne ich nicht. Und das muss, glaube ich, abhauen. Geh davon aus. Jedem Raum saven, hieß es. Und ist das Haus verlassen, den Screen verlassen und dann kriegst du diese Cutscene mit dem. Mit dem Herzenköpfchen. Okay. Was? Und warum zum Henker? Weiß nicht, ich hoffe, dass es jetzt nicht hier irgendwas kaputt gemacht hat, weil ich werde es nicht komplett neu spielen. Was? Okay, warum ist das? It's already in the next world. Also laut Guide musst du jetzt da rausrennen. Aber das kannst du nicht. Warum nicht? Ja, auch gerade. Jetzt noch ein paar Mal und dann. Nachdem das Ritual erfolgreich gemacht hast, müsstest du da rausrennen können. Und dann kommt dieser Zielplatzchen mit dem. Ich hast du irgendwas übersehen? Keine Ahnung, ich kann jetzt. War hier offensichtlich jetzt nicht schnell genug. Was? Vielleicht ist da irgendwo ein Schalter, auf den du drauf trittst. Ich hab keine Ahnung. Einmal kurz hier zurück. Warum ist das? Vielleicht darfst du irgendeinen Punkt nicht betreten. Das ist jetzt gerade super buggy. Ich sehe es, beziehungsweise ich sehe es nicht. Ja, cool, wenn wir jetzt einen Gamebreaker haben, ich werde dich das ganze Spiel nochmal neu spielen. Das sage ich dir direkt. Diese Flammen, die habe ich hier im Video überhaupt nicht gesehen. Laut Videoguide musst du einfach schnell rausrennen und. Ah, vielleicht bist du zu langsam. Vielleicht bist du zu langsam gewesen. Weil du gespeichert hast, du musst halt. Nicht zu langsam! Bevor das Haus explodiert, musst du halt rausrennen irgendwie. Ja cool, dann haben wir jetzt hier einen Gamebreaker, weil ich bin nicht zu langsam gewesen, ich bin instant raus. Hast du noch ein Save von vorher, wo du dann nochmal. Nein, habe ich nicht. So, und dann heißt das, das war's jetzt, Ende. Weil da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Alter, das ist doch scheiße. Also, sorry. Nee, das ist einfach nur schlecht programmiert, das tut mir leid. Ich mochte das Spiel bis zu dem Punkt, aber das ist einfach nur. Nee. Ist das richtig? Ich glaube, du musst da wirklich schnell rausrennen. Ja, ich weiß, aber in dem Moment, wo ich hier rausgehe. Ja, weil du zu langsam warst, scheinbar schon. Du musst halt irgendwie. Ich war nicht zu langsam. Du kannst die Aufnahme angucken. Eins, zwei. Ja, drei Sekunden sollte ich noch haben und das ist halt nicht der Fall. Eins, zwei. Alter. Ich weiß auch nicht. Okay. Du hast halt noch einen ganzen Raum gefunden. Der fucking Ladescreen dauerte zu lange. Um den fucking Bildschirm zu wechseln. Alter. Nee, ich werde jetzt nicht das ganze Ding nochmal neu machen. Tut mir leid. Hast du kein Ladescreen von vor dem Ritual? Natürlich habe ich keinen, weil ich kann nur einen Speicherstand anlegen wegen fucking Steam. Ja, das ist scheiße. Ja, natürlich ist das scheiße. Wer kannst macht denn so ein Dreck? Kannst du nochmal zurück mal irgendwie eine Stufe nach oben irgendwie, oder? Du kannst hier gar nichts machen. Weil diese Scheiße so fucking mies programmiert ist, dass du halt eigentlich wirklich alles nochmal neu spielen musst. Ja, gucken wir uns den Rest noch. Gucken wir uns den Rest als Video an, oder? Ja. Hier dann explodiert der. Ja, und da haben wir halt zu lange gewartet. Und jetzt musst du sofort, so schnell hast du irgendwie, dass du uns 2 Millisekunden Zeit, um hier rauszukommen. Was in alten Spielen Blödsinn ist. Bei den Controllern, die damals waren. Oh, why have you all abandoned me?
Und dann hast du die Cutscene von dem. Ja, cool. Oh, das nervt mich jetzt echt hart. Ja, komm, gucken, was scheint. Da sind jetzt noch. Dann ist noch eine halbe Stunde oder so, keine Ahnung. Können wir noch ja, bisschen, können wir von mir aus machen. Boah, ey, das nervt mich. Damit das Spiel irgendwie zu Ende haben. Das ist so enttäuschend, weil die sich entschieden haben, ein scheiß Time-Event zu machen. Oh Mann. Ja, Time-Events in alten Spielen sind einfach scheiße. Vor allem mit dem alten NES-Controller, ne, wie du womit das gespielt hast, war das auch nicht möglich, Time-Events zu machen. Ja, vor allem kannst halt, du darfst halt eigentlich auch keine Saves machen. Ich mach das ja über DOS-Box und da kannst du Saves machen. Alte Spiele sind halt. Oh, das ist nicht. Das ist einfach scheiße programmiert. Ja. Sorry. Hast du in Monkey Island sowas? Nein. Baphomets Fluch, hast du sowas? Aber da kannst du zumindest viele Speicherstände machen. Ja, das wolltest du mit mir auch noch mal spielen. Ist jetzt das Remaster raus, das können wir gerne machen. What about if I told you I was acting in the interest of the whole community? Would you believe me? Yes. I think I would believe you. I have lived in Ilsmuth too long not to know of some terrible things. Okay, wer ist der Typ, mit dem der gerade redet? Doctor, if everything goes to plan, the evil shadow that hangs over Ilsmuth will soon be a mere memory. Wir haben es jetzt geschafft, den irgendwie zu besiegen, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir gemacht haben, weil das ganze Spiel auf sämtliche Lore-Scheiße da etabliert war vom Rollenspiel. Und auf alles andere. Yes, tonight's the night. Then there is precious little time to be lost. Last night's events caused quite a stir. I was called upon this morning to practice an autopsy on the body of Andrew Arlington. For a few moments, I almost lost my mind. And Bags? He understands nothing, by the way. Der kann mehr verspeichern. Wie gesagt, er wird wahrscheinlich auch direkt über DOSBox spielen und nicht über Steam. Auf Steam, ich hab's probiert, kannst einen Spielstand anlegen. Den musst du immer überspeichern. Ach, das auch nur, wenn du die Cloud-Speicherung ausmachst, ansonsten kannst du nämlich gar nicht speichern. Ist halt ein altes Spiel, was irgendwie emuliert scheiße läuft. Ist halt so. Okay, was ist jetzt der Auftrag? Keine Ahnung. Mit Biscuit Chris, glaube ich, reden. Der hat irgendwas für uns. Good evening. Ja, der spielt das eindeutig und direkt über DOSBox. Der hat auch direkte Anzeiger, wo du runtergehen kannst. Ich habe nur irgendwelche schwarzen Balken. Bless my soul, gerade so im unteren Rand erkennbar. You gave me quite a turn. Have you heard what happened last night? Gehört haben, was passiert ist. Dr. Carmel told me all about it this morning. Mhm. What a carry-on. I'm still under shock. Such screams. I don't suppose you've seen my niece. Ja, dann bin ich auch genervt. Bin noch was. That
That little liberty gibbet is up to Lord only knows what kind of mischief. I'm so worried. You really should pay us a visit, you know. Gloria would be most touched. Oh ja, sie hat eventuell ihre Knöchel entblößt. Was für eine Hure. Oh je. Man soll sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Ja. Hexe. Sie denkt als Frau, wie kann sie nur? That won't be possible today, I'm afraid. Oh, well, no matter. Goodbye, Mr. Parker. Du weißt, für damalige Zeiten war das... Also... Das war fast Prostitution, also die Knöchel zum Blößen, das war... Das ist ja... Höchst skandalös. Wieder beim Postamt. Was man auch weiß, dass man da hingehen muss, weil... Good day. Ja, der Vogue-Spieler, der guckt auch ein Vogue vorbei. Wahrscheinlich. Wie sonst. Good day, ma'am. Oh, forgive me. With all these goings on, I'm quite flustered. Mr. Underhouse is expecting me. Und jetzt kommt die Polizei in Kraft zu dienen. Some explanations about last night. Das war die Sekunde, wo am Wirk von der Kluge tanzt. Let's go. Hello, Mr. Underhouse. Sorry for bothering you. You wanted to talk to me somewhere where we wouldn't be overheard. Der kann auch mal gerne früher Rechtsklick drücken bei den Dialogen. Nee. Oh, das ist auch okay. Now where were you last night? Kannst ja mal, ich kann's auf. Nimm auf 1,25. Well, Sergeant, we spent the evening together. If you want more precise details, we talked about Indians. Immer noch viel zu lange. You're sure about that, was geht denn zwischen den Dialogzeilen kacken oder was? Yesterday, I gave my key to Mr. Parker. We talked until 3 o'clock in the morning. By the way, we noticed something unusual. We saw Zeke hanging around Coldstone's place. That must have been about midnight. Alter. Zeke? How was it like my informer? So he tried to trick me. He's the brains behind this whole plot? I'm really sorry. Liest währenddessen die komplette Lösung. Muss dem verzeihen. Ja, Alter, was ist denn mit dem Polizisten? Wie ist denn in seinem Job gekommen? Boah, der Soundtrack ist wirklich... Okay, wenn die das sagen... You did me a very great favor. Was? You must act quickly. Bags will eventually realize that Zeke is not the mastermind he imagines him to be. Tonight is the night of the comet. Miraculous must not be allowed to intervene. His power is considerable. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Ich war innerhalb der wirklich mitgeschriebenen Story. An old friend of mine lives in the course. He's an Indian called Natawanga. He left me this in case of... It was before my accident. Ach, der komische Priester wäre der Einzige, der noch in den Wäldern lebt. To fight the sorcerer, you will need to find the sacred bow and arrow. Du hinterfragst dir noch irgendwas. Heilige Bogen und fein was? From the sea. The bow is hidden where the fire lives. The feather on the wood will fly towards me. Du hast noch Hoffnung darauf, dass das Spiel noch irgendwo Sinn ergibt. Was macht
Ist da eine Prophezeiung? Was? Ich schreibe ja sehr viele Sachen. Das würde ich nicht im Traum. Ich würde nicht im Traum denken, sowas zu schreiben. I don't understand. The feather belongs to Indian tradition. As for the bow and arrow, you'll have to find them. Ach ja, weil es Indianer sind, deswegen haben die Bauer Pfeil und Bogen. Deswegen ist das so eine Feder. Ist da. Natürlich, klar. Kennt man ja. Natawanga will tell you. Be on your way. And don't forget my photo of the stone circle. Was ist denn ein Steinkreis? Stonehenge kennst du doch. I won't. Ja, trotzdem. Das ist dieselbe Energie wie... Oh, und bevor Sie gehen, nehmen Sie bitte meinen Raketenwerfer mit, den ich in meinem Schuh versteckt habe. Ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Das ist alles so fucking absurd. Vor allem ist das ein offiziell von Pegasus veröffentlichtes Spiel. Von deren Entwicklern und Schreibern. Tja. Zur Hölle. Und wo jetzt sitzt lang? Keine Ahnung, zum Meer? Vor allem, du musst denken, damals, als das Spiel rauskam, gab es sowas wie das Internet noch nicht. Dann musstest du alles. Konntest halt nur einen Freund fragen, der das Spiel auch schon gespielt hat, aber so. Ja, nee, das. Geld dafür. Klar, die alten Adventures basieren ja alle darauf, dass du immer Trial and Error hast. Aber so. Dann musstest du alles noch selbst ausprobieren. Konntest du nicht so schnell mal einen Workflow aufrufen und dann mal gucken, mach ich das jetzt? Das dann. Aber jetzt mal ernst, das hat doch schon Ausmaße wie von fucking Space Quest. Oder wie das Ding hieß, da wo du alle 12 Sekunden gestorben bist. He's probably a heavy sleeper, that's all. His door is locked and that's very unusual. He could be at his old friend Greenwood's. Well, I'd sure like to know where he is. With all the strange happenings, I'm kind of worried. Goodbye, Mr. Parker. Okay, wir haben einen Stock. Mhm. Der hat übrigens noch nicht herausgefunden, dass man auch mit Pfeiltasten sich bewegen kann. Mhm. Okay, klar. Deswegen brauchen wir einen Stock. Macht Sinn. Und du weißt, woher das da drin noch anders ist? Noch ein Padlock ist, was? Wo hat er die Feder her? Jetzt plötzlich wieder den Tripod. Keine Ahnung. Backup-Spiel. Hättest du wahrscheinlich auch gehabt. Ah. Ja, wahrscheinlich habe ich den sogar, aber. Was? Sollst du auf die Lösung von der Scheiße kommen? Okay, das ist eine interessante Szene. Da blutet jemand. Noch, der hat sich nur zum Trocknen aufgehängt. Wasn't given a chance. And there, moccasin tracks. Moccasin tracks. Oh, natürlich. Wie kann sich so Spiel zu der Zeit noch so hart rassistisch sein? Holy shit. Hat sie halt an sein Auto gehalten. Oh, I see. This must be the bow. Der hatte nichts gegen Ureinwohner, also nicht so wirklich. Er hat noch keine Rolle gespielt.
Hast nicht gesagt, der war ein Rassist? Ja, gegen so ziemlich alles, aber wie gesagt, Ureinwohner haben keine wirkliche Rolle bei ihm gespielt. Überwiegend, weil er keine kannte. Die Zeit, die er in New York verbracht hat, oh, die war nicht schön. Ja, du weißt doch, die ist... Rassisten leben in den andersrum, in den Gebieten, wo es die wenigsten Ausländer gibt, sind die meisten Rassisten. Das ist weil Leute, die mit Ausländern zusammen wohnen, bemerken würden, dass die gar nicht so schlimm sind. Ja, wobei man sagen muss, bei Lovecraft war das genau andersrum. Er war nicht ganz so schlimm, als er zu Hause war, dann ging er nach New York und oh boy, dann ist es losgegangen. Ja, aber New York ist doch... Ja, man muss halt sagen, der Mann ist halt extrem xenophob gewesen. Gegen alles, was nicht weiß, Neuenglisch und seine Familie ist. Also. Ja, Leute. Aber er hatte eine jüdische Frau. Dann, ab da war er nicht mehr so krass antisemitisch. Ja, vielleicht hat er nur so getan. Nee, er war danach tatsächlich weniger so. Er war nur noch so antisemitisch, wie es zu der Zeit üblich war und nicht mehr schlimmer. Das hat ausgereicht. Ja, generell kurz bevor er gestorben ist, soll er auch relativ okay gewesen sein. Nur noch so durchschnittlich rassistisch wie alle anderen auch. Dann ist er gestorben, weil er Lungenkrebs ignoriert hat. Oder weiß man, dass man jetzt in den Wald muss? Workshop, Komplettlösung. Ja, trotzdem, woher soll man das als normaler Spieler wissen? Komplettlösung. Einfach random in den Wald gehen. Ist die Feder auf einen Baum gezogen. Was? Wahnsinn. Und da kommt ein Rabe. Und er. Was? Ah, wir spielen wieder Loom. Wir spielen wieder Loom. Das Ending. Das Ending von Loom war ja auch sehr schön. Hey, Loom war ein sehr gutes Spiel. Das würde ich jederzeit wieder machen. Das ging als heutiges Indie-Game durch. Aber das hier, what do you want? Das ist einfach nur absurd. Okay, jetzt haben wir uns in einen Adler verwandelt, und sind jetzt bei dem Typ tot. Mhm. You found me. Do you have the sacred bow and arrow? Here they are. Warum? Ach, ich frag nicht. Good. Ja. But first, I must be sure that you are ready. Tell me the name of Narakamus's tribe. What? Is the name of the tribe Narakamus belongs to? Warum? Frag nicht, Modi, frag nicht. The Micmacs. What is the name of he who howls in the night? Das ist ein kleines Fan-Quiz. Was? Ja. He howls in the night, Mr. Yog-Sothoth. In what year did Morrison see the comet? Mein Hogwarts Legacy hat auch einen Fan-Plus. What shape is the sign of the four? Wenn du ohne Quest einen Fan-Plus machen musstest. Ja, ich meine, das ist relativ klassisch. A star. And what is the creature that erupts from the depths of the sea at night? Das müsste Dagon sein. Dagon. You have answered well. Was hast du damit zu tun? What do you know of Der kam hier doch nicht einfach vor. Okay, wir sind ein wahrer Fan und kriegen das, haben es letztes Mal geschafft. He is a very powerful wizard. He is said to be almost immortal. Haha. You know many things. Warum kam jetzt random Hastur dazu? Das ergibt keinen Sinn. Things. Er hängt irgendwo an seinem See rum. And courage. That is important. Where can I find him?
At Ilsmuth, an eye is open. It is set deep in the earth. All day, that is where Narakomus sleeps. Will the task be easy? Nein? Do not think that. He is awake now. His müssen die Namen noch beziehen, damit was. Only the fire ja. Will bring forth. Übrigens, was ich sagen wollte, let's kill. Der Howler in the, was ich sagen wollte, der Howler in the Dark dürfte wahrscheinlich eine Referenz sein zu dem. Warum malt er sich jetzt das Licht an? Oder so? Keine Ahnung, hinterfrag es nicht. Und das Thank wäre you. Definitiv nicht Yogg-Sothoth, sondern wenn überhaupt, dann wäre das ein Avatar von Nyarlathotep. Und das hat. Das ist alles falsch, up. Jedes bisschen hier. The turquoise sun is already in the sky. Soon das macht mich gerade fertig. Prepare to leave the world you know. You will go where nothing of your world has meaning. Will I die? Wahrscheinlich. You may, but if you succeed, you must scatter the comet's shadow. Ja, er spielt es eindeutig entweder auf originalen Hardware oder auf DOSBox. Das liegt nicht an mir. Sorry. If you need an object for your quest, have it with you before the time of testing. I will be with you in your ordeal. Wieso kann er sich jetzt Edwin in einen Vogel verwandeln? Ist er jetzt ein Druide oder was? Ja, hat jetzt sich zum D&D-Druiden entwickelt. Das ist ein D&D-Knast von... Ist das ein D&D-Crossover? Die nächste Hälfte des Spiels ist D&D. Ja, jetzt nimmt ihr das Schwert und tötet diesen übergewichtigen Drachen. Es geht nur noch knapp 40 Minuten, oh Gott. Oh Gott, das ist alles nicht gut. Die Shitshow geht noch knapp 40 Minuten. Ich bin wobei wahrscheinlich gespannt. Wie sie das darstellt. Ich hoffe, sie sagen wenigstens, dass er in die Traumlande geht. Ansonsten habe ich jegliche Hoffnung für das Spiel verloren. Ansonsten haben sie da nur Namen raufgekloppt und irgendwas mit Tentakeln. Hast du noch Hoffnung für das Spiel? Nein. Ja, die Animationen sind ganz hübsch manchmal. Lighthouse wieder. Oder ein Brunnen. This well is about as dank as you can get. I'll get down. Warum? Ja, vielleicht sind da Spinnen unten, die man besiegen kann. Ja, warum geht der jetzt in den Brunnen? Keine Ahnung. Warum ist da eine Leiter im Brunnen? Bossfight. Hübsche Wellen. Auch muss man sagen. Die Zeit. Pot of Paint. Der hat den Pot of Paint ins Wasser geschmissen. Kann sein. Hört das Wasser auf zu wellen, weil ihn genervt hat. Oder was? Möglich. Im Ticken. Was tun wir hier? Das tut mir leid, aber das ist eines der schlechtesten Adventures, die ich gesehen habe. Du hast im Vorhinein gesagt, das sei noch relativ gut. Ja. Es hat auch sehr positive Rezensionen auf Steam und ich habe das Gefühl, das sind alles Leute Mitte 50, die Nostalgie für dieses Spiel haben. Du solltest es auf Steam schlecht bewerten, du solltest eine Review dafür schreiben. Ehrlich, vermutlich auch, vor allem wegen dem
fucking Gamebreaker. Ich werde vor allem von der Steam-Version abraten, weil du kannst halt nicht speichern. Schreib da mal eine ausführliche Review für. Könntest du vielleicht andere warnen davor, das zu spielen? Ja, oder sich zumindest die GOG-Version zu kaufen. Und hier ist ein Indianer. Warum sitzt der nackt auf seinem Thron? Weil ein Indianer ist. But that odor, it smells like... Naffa. Now you will go and roast for all eternity in hell. Was ist in diesem Spiel so? Fatang! Und warum ist der Typ, der dort vorhin das so dry gemacht hat, jetzt hier? Ja, und er wohnt hier. So wird jetzt in etwas im Brunnen. Und wir besiegen jetzt mit Wasser. It is pointless to resist, Narakamus. Wenn jetzt das Wasser anfängt zu brennen, dann gehe ich. Das Wasser fängt an zu brennen. Gut, ich gehe. Weiß nicht wohin, aber ich gehe. This is for Jug. Say hello to Satan for me. Und jetzt erschießt du ihn mit einem Pfeil. Während er am Feuer steht. Ich darf immer denselben Satz wiederholen. Er wurde mit einem Pfeil erschossen. Ja. Okay. Das ist jetzt ein Geist. Warte mal, ist Parker, dieser andere Abenteurer? Listen to me. Good grief. Lord Boliskin. Ja. Lord Boliskin. What I began 76 years ago, you will finish. You must seal the great ancient's access to this world. On the island sleeps Dagon, he who reigns in the depths of the seas. You must find a boat and go there. You will fight evil by resuscitating the symbol of death. Okay, das ist zumindest korrekt. Haben die zumindest jetzt noch ein bisschen Sinn reingemacht. May your courage stay with you in the demon's presence. I will help you twice more. Naja, nicht wirklich Sinn, aber die Tatsache, dass es das hat nicht gesagt hat, Aegon wäre irgendein Gott, sondern nur gesagt hat, ja, der herrscht übrigens unten in der Tiefe und der wohnt auf dieser ganzen Insel da hinten. Das ist soweit korrekt. Ich hoffe, dass die Insel auch wirklich so eine fleischige Schlammmasse ist, wo nur ein großer schwarzer Monolith draufsteht. Das wäre zumindest auch lore accurate. Ich weiß nicht, ob wir die Insel noch sehen. Ich glaube nicht. Na, wobei. Wir haben Drink. Haben wir so viel sinnlosen Scheiß hier im Inventar? Am besten jetzt das Grundwasser. This stone is just the right size. Okay, können wir den Ring fertig machen. Cool. Der Kultist, der hat die ganze Zeit im Brunnen gewohnt. Ah, ja. Dort hat es getrunken und ich will nicht wissen, wo er sich regelmäßig erleichtert hat. Der Dorf hat quasi Kultistenpisse gesoffen. Den ganzen Tag.
Oder was einiges erklärt. Das ist korrekt. Es ist halt irgendwie lustig, dass sie gesagt haben, dass der unbedingt amerikanischer Ureinwohner sein muss. Sie hätten sagen können, ja, der ist aus Atlantis oder sowas. Hm. Was ziemlich genau dasselbe ist, nur nicht rassistisch. Aber nein. I was hoping I'd run into you. One always finds what one seeks, Mr. Parker. Visited that small island off the coast. An island? Whatever sets foot on, everybody knows it's... Mm-hmm. Do not be blinded by ridiculous superstition. How can you of all people say such a thing? You ought to be ashamed of yourself. They are stronger than we are. Would you mind telling me exactly what you want, Mr. Parker? Was, die Götter sind stärker als wir? Lend me your rowing boat. Kommt auf das Setting an. Why didn't Kommt you auf say die Götter so? An. Take it and the best of luck to you, my boy. Ja, ich meine, in God of War definitiv nein. In der Bibel definitiv ja. In D&D teilweise. Ja, kommt drauf an, wenn du Level 20 erreicht hast, beziehungsweise Level 30 mit dem aktuellen neuen Ruleset, dann haben die keine Chance. Hast du ja neue mehr Levels reingebaut? Nein, aber du kriegst ab Level 20 regelmäßig irgendwelche Legendary Feats, mit denen du teilweise Abilities auf bis zu 30 hochpushen kannst und so weiter. Naja, ich spiele nicht mehr, ich spiele in meiner Kampagne nicht nach den neuen Regeln. Ja, ich hab morgen einen One-Shot mit den neuen, weil ich die mal ausprobieren will und andere auch. Nein, das ist keine Lore-Akkarate-Insel. Warum ist dein Gesicht im Sand? Das sind die Osterinsel. Was? Das ist nicht passiert. Die haben den Typen irgendwann mal eingegraben und vergessen. Dein Körper ist auch eigentlich sehr, sehr klein. Hm. Sein Körper ist die Insel. Oh, ein Schiebepuzzle. Ein Schiebepuzzle. Ich hasse Schiebepuzzle. Yippie. Kannst du überhaupt Dinge bewegen da? Die Punkte müssen oben in den Ecken sein, wahrscheinlich. Ja, das ist klar. Er weiß auch nicht, wie man die Sachen bewegt. Oh Gott. Oh nein, das ist so eins. Oh nein, die sind auch schlimm. Du drückst auf die Pfeile. Die Rätsel sind doch so viel schlimmer als die üblichen. Oh nein. Gehated. Das gibt mir so Grim Tales Vibes und das ist nichts Gutes. Sollten wir irgendwann mal Grim Tales spielen? Auf gar keinen Fall. Ich hab ein paar Teile da. Ich meine, du kannst gerne spielen, ich guck dir beim Rageen zu. Aber selber spielen. Ich habe auch irgendwo eine CD davon, also ich kann eine kaputt machen. So prinzipiell. Weiß gar nicht, was für ein Teil ich habe. Ich glaube, ich habe den 11. Je später, desto schlechter sind die. Aber wir spielen schon auf Hard, wo die ganze Story geskippt wird, oder? Nee. Die Story ist doch das Beste. Mit Band zu Brandon. Ja, wir sollten es mal das dann. Wir könnten aber als nächstes auch einfach. Wir könnten auch als nächstes in Gotham Knights reingehen, in das schlechte Arkham-Spiel. Es ist Multiplayer und es ist gerade für einen 10er zu haben. Ja, doch, ich hab keinen Plan mehr.
Nee. Ich wette, die nächsten 40 Minuten dieses Videos sind aber nur dieses Rätsel. Ich würde es verstehen. Ich bin darin auch richtig schlecht. Guck mal, ich hatte irgendwo... Kennungs, der hat gerade einen Wolkenschuh rausgeholt. Ja, das sagt mir die Minute, die er jetzt braucht, um bis er weiterklickt. Das ist dann... guckt sich gerade selbst ein Video-Wolkenschuh an. So. Sorry, ich sag das einfach mal, das ist ein Erbes. Das ist einfach mal ein... Damit bin ich mit großem Prozentsatz richtig. Das ist die wahrscheinlichere. Aber... Also ich könnte mir für 132 Euro jetzt die Grim Tales Collection holen. Warum solltest du? Das ist die Frage. Aber ich würde 14 ganze Euro sparen, wenn ich die Collection holen kaufen würde. Ah, ich glaube, er hat es geschafft. Und wo? Nichts passiert. Das Rätsel umsonst gemacht. Hast das Rätsel zu früh gemacht. Ich höre den Wolkenfußspieler gerade schreien. Die Grim Tales. Holy shit. Okay, es geht weiter. Da muss ich ja gucken. Er hat den Höhleneingang geöffnet. Ja, das ist eine akkurate Darstellung von Dagon. Das passt. Großer, fetter, ekliger Fisch. Ist nur ein bisschen zu klein. Er klettert an seinem Fettisch. Höchsten hoch. Schön. Was passiert hier? Muss wahrscheinlich ein bestimmtes Bild bilden. Ich nehme an, ein Pentagramm. Es ist immer ein Pentagramm. Das linke Auge auch noch austauschen. Ja. Oder auch nicht. Oh. Ach, man muss nur dastehen. Ja, okay. Da fehlt eigentlich das Auge im Zentrum, aber ja. Hat er gerade Dagon beschworen? Maybe. Ja, wie Hydra. In dem ich keine richtige Darstellung, das heißt, das passt schon. Ah, das ist wieder so ein Zeitsding. Oder sie jetzt gerade. So ein Zeitsding, der rennt. Hm. Der Geist ist wieder da. Your struggle against the gods is not over. Get back to the boat. The currents will take you to the cavern. Er ist einfach hinten, Gott beschwört, hat Gott abgefackelt und dann geht er wieder. Warum nicht? Was ist das denn? Vor allem sind das keine Götter, das ist einfach irgendwelche Tiefen. Cthulhu's honor has been erected. You will need all your mental powers. Here is my ring. It will serve you, even though the stone is missing. Warum spielt das denn eigentlich jetzt die Rolle von Obi-Wan gerade hier? Das ist so unfassbar sinnlos. You have already put your finger on the solution. And bear in mind the Bullerskin family motto. For God and the green land of my fathers, go and destroy that thing born of the flames of hell. Das ist alles so scheiße. Das hat gut angefangen, muss man sagen. Aber manche Tonscreens sind schon sehr gut.
hat auch angefangen, die Saves richtig gut zu nehmen und dann irgendwann nur A, S, B. It is dark as the deepest corners of hell. Jetzt wieder in die Höhle gehen. Just hope there's enough oil left in the lamp. Die Arme hat er irgendwann mal an. Oh nein. Curses. Nicht sowas. Was? Was wollen wir denn im Anschluss spielen? Wie gesagt, ich hätte Gotham Knights da, ich habe diverse Adventures da. Und theoretisch hätten wir auch noch heute Zeit. Ich meine, der Stream ist erst, ist gleich knapp, knapp zwei Stunden. Okay. It's as dark as the deepest corners of hell. Was ist das hier? Ich guck grad bei Steam. Das sieht aus wie was für mich. Schön. Wollen wir ein paar Zolomies hochspielen? Ich hab jetzt keinen Bock, das Remake zu kaufen. Ne, ich meine die Uhr, das Original, das Remake will ich vielleicht irgendwann selber spielen. Es ist dasselbe, es ist das original selbe Spiel, also es bringt dir nichts, wenn du das Remake spielst. Gibt es da vielleicht einen zweiten Teil von? Es gibt einen zweiten, es gibt einen dritten, es gibt einen vierten, es gibt einen fünften, es gibt einen sechsten. Guck aber gerade, ob es irgendwas Interessantes gibt. Oder du spielst Quimtails. Du hast Quimtails vorgeschlagen, das ist deine Schuld. Ich werde es nicht spielen. Ich schau dir gerne dabei zu. Gib lustige Rages von dir. Mark Grimtails, hallo? Was ist das für ein Monster hier? Welches? Das Fleischmonster, was hier. Ich seh's ja gleich. Und was den gleich gerade getötet hat. Ich kann mal nachgucken, was es am ist. Ich glaube, ich kenne das. Dieses pinke Monster, was den hier in der Höhle tötet. Gut, war gerade auf Steam, ich hab's nicht gesehen. It's as dark as the deepest corners of hell. Deepest corners of hell. Dann schau mal zu. Der wird wahrscheinlich gleich nochmal drauf gehen. Das ist gerade hier irgendwie. Spätestens da jetzt aufgegeben, was, wenn du da irgendwie durchs Dunkel nur da mit dem. Ja, das Spiel hat halt stark. Mäßig stark angefangen und dann sehr stark nachgelassen. Curses. No oil left. Es hat schwach angefangen und stark nachgelassen. Man teilt von den Viechern nicht. Was tut man das? Was tut man hier? Speichern. Ah, diesmal speichert er sogar richtig. Dieses pinke Ding, was da rumhüpft. Kann die Gesichter halt nicht sehen. Körperlich. Warte kurz, wenn der Licht geblendet wird, siehst du nochmal das Gesicht. Das wird ja. Ich hatte gedacht, das sind Deep Bones, aber nein. Das ist so eine Millisekunde. Und Klubschaugen. Macht mir auf Anhieb nichts. Höhenwürmer. Lurker, auf Beinen. Lurker kann es nicht sein, Schlangenmenschen können es nicht sein. Ist eine eigene Erfindung vom Spiel. Wahrscheinlich sind es irgendwelche Fleischblob-Alien-Monster. Preisfrage ist, wie kommt der dann vorbei? Gar nicht. Kann das hier was? Ja. Er hat es geschafft. Oder sie. Ach, das war die Visual Novel. Ah, schade.
Und das nächste Monster. Diesmal blau. Sehr fair, das Spiel. Da musst du wieder auswendig lernen, bis nach hinten und dann nach vorne und dann links, damit du dir musst du nicht begegnest und das dann in der richtigen Zeit ist. Ja. Das ist so frustrierend. Thank so. God you are here. Jana Jones. Die Bundeslade. I beg you, Mr. Parker, help us out of here. Mein, die Darstellung von Cthulhu ist ganz cool. Ja, einmal speichern. Gerade während der Todesszene. Und jetzt hast du auch realisiert. Jetzt muss ich ganz scheiße nochmal machen. Molluskin's ring. Find ich lustig. Why don't I put a stone in it? In der Todesszene gespeichert. Aber hat hier bei den blauen Würmern gespeichert. Let's try this emerald. Das war. Und welche Ringe liegt da? Liegt da. Oh, das sieht cool aus. I beg you, Mr. Parker, help us out of here. Aha. Mentum, interessant. Warum? Hab ich mir mal auf die Wishlist gesetzt. Was passiert hier? Und hier schüttet eine Chemikalie aus. Let's see. If I put a stone in there. Ein Cthulhu kommt zum Leben. Okay. I'll put this ring on my left hand. Ein Stielauge. Okay. I'll put this ring on my right hand. Okay. Was zum Fick? Warum war der Magneto? Und Cthulhu ist tot. Thank you, Mr. Parker. Weiß nicht mal, was das sein gewesen sein soll. Am ehesten Migo vermutlich. No need for thanks, Helen. Get away from here. Don't wait for me. I must finish the task. Warum kennt ihr ihren Vornamen? Keine Ahnung. Und das ist der Geist wieder. Fothongjar Malach Ai Ralaya Ai Jar Naga Fathangja Cthulhu Yagar Ralaya. The door is blocked. You have just enough time to get to the stone circle. A word of advice. Ja, stone circle. First, you must photograph the comet. Es kommt der Komet endlich vor, der im Titel steht. Ich meine, das ist alles im Schatten von Kometen. I know you will succeed, but hurry, the comet does not wait. Warum muss der gefotografiert werden? Oder war das jetzt einfach ein richtig, aber guter Tipp? Fotografier erstmal den Kometen, da kannst du gut für gutes Geld verkaufen. Danach kannst du das Ritual machen. Vielleicht ist das Fotografieren ja Teil des Rituals. Das bezweifle ich, das Ritual ist scheiße alt. Und vor allem, das Lustige ist, er hat die Tür versiegelt. Ja, mit einem Spruch, der dazu gedacht ist, eigentlich nur ein Gebet an Cthulhu zu sein, weil der war eigentlich nur Hohepriester. Ein Spruch, der legit gar nichts tut, außer zu beschreiben, dass Cthulhu schläft. Hä, hey, warum sind wir jetzt in Stadt? Wie zum Henker ist er jetzt hierher gekommen? Wir wissen es nicht. Der ist auf eine Insel mit einem Boot gereist und ist auf einmal auf dem Friedhof, im Wald. Hiervon ergibt Sinn. Let's take off the wrapping. Und macht ein Foto von dem Wahlplatz dort. Was zum Fick ist das? Ich liebe die Absurdität von dem. Jetzt kommt das mit dem. Ich hätte spätestens meinen pinken Fleischblobs aufgegeben. Ein Schmetterling. Ja, das Bild ist... The colored patches on this butterfly are translucent.
I wonder why. Jerg certainly knew how to guard his secrets. Man konnte ja die Dinger, kann ja Licht durchgescheint werden. Also ja, es ist tatsächlich Teil von in die Kamera. Okay, ich schraube sie jetzt auf. Ich stell es vor, dieses hochempfindliche Glas und dann klebe ich es fest und dann kann ich den Blitz machen, der eigentlich extern ist in diesen Zeiten. Was? Du wunderst dich hier noch irgendwas. Und das Licht ist tatsächlich extern. Das ergibt alles nicht den geringsten Sinn, also wirklich gar nichts. Das musst du die drei Karten belichten, die du vorher genommen hast. Mhm. Der Komet. Und der Komet hat dahin gekackt beim Rüberfliegen, wie so eine Taube. Oh, das okay. Ist eine akkurate Darstellung von Yorg Sothoth. Das ist absolut korrekt, ja. Wundert mich in dem Punkt. Symbolizes fire, thus the color red. Ist ein bisschen schwabbeliger als ich symbolizes in water, hab. Thus the color blue. Okay, das ist ja so gut. Ja, das ist eine akkurate Darstellung davon, tatsächlich. Dann machen wir es jetzt wie in einem JRPG und bekämpfen es am Ende dann dort. Ah, man verbannt ihn. Thus the color white. The diamond symbolizes earth. Thus the color green. Ja, was mit Erde zu tun, als er Kohle war. Thothok, Nagar, Yog-Sothoth. Yognai, Thothok, Nagar, Yog-Sothoth. Screenshot, ich will's übersetzen. Yognai, Thothok, Nagar, Yog-Sothoth. Kannst du das Video gucken? Ich habe ein Wörterbuch da und ich werde es übersetzen, wenn das Video durch ist. Mach das. Ich hab nämlich das Gefühl, dass es wieder ausgedachte Scheiße ist. Your mission's over, Parker. Your courage and willpower have sealed off Ilsmuth to the great ancients. But okay, remember, geschafft, vorbei. Nothing is over. Mm-hmm. It can all start again somewhere else. But aber I must return to the Hinterteil. My task is over. I have shown you the way, but always remember this. That is not dead, which can eternal lie. Ja, das ist ein schönes und kontextgerissenes Zitat. Danke. Well, I'd better be getting down to the harbor. My boat should be leaving soon. Was zum Erden? Okay, dieses Bett. Und dann gehe ich. The driver will soon be here. Was? Wieso ist das alles so? Ja, ist alles vorbei, jetzt können wir abhauen. Also mein Job hier ist getan, ich gehe jetzt nach Hause. Everything's ready. I'll take my leave. Ich sag noch auf Wiedersehen zu den letzten paar Leuten, die hier im Dorf sind, die ich nicht umgebracht habe, und dann gehe ich. Ja. Schön in den Sonnenuntergang reiten. So muss das. Ja, nee, mit irgendeinem Fahrer am Hafen fahren, der 10 Meter weg ist von hier. It's odd that the doctor is out. I expected more from him. Perhaps he has better things to do. Mhm. Bin ich gespannt, was mit dem Doktor ist. Ich hab ne Theorie. Das ist die Polizei. So, you're leaving. Without wanting to be offensive, I'll be glad to see the last of you. You've turned the village into a morgue. I put Zeke in the slammer just in case. Well, I'm going to check if those gypsies have moved out. Goodbye, Parker. And if I never see you again, it's soon enough for me. Das ist einfach nur wirklich dumm.
Ja, also der Fremde, der hat gesagt, dass du was damit zu tun hast, dann bist du jetzt erstmal eingeknastet für die nächsten 30 Jahre. Hm. Wo sind meine Donuts? Diesen Vibe gibt er mir. Interesting character, that Bags. Ich hätte sich das gesamte Dorf versammelt, um ihn zu verabschieden. Alle, die noch leben. Dear Mr. Parker, I'm not much of a hand at making speeches. Well, that's a joke. He talked for 2 hours at the Temperance League meeting. Jed Donahue, will you kindly let the doctor get on with it? Well, doctor, we're waiting. Kriegen wir jetzt eine Auszeichnung oder was? Thank you. Well, as I was saying. Keine Ahnung, wahrscheinlich stecken die uns alle gleichzeitig ab. Oh, yes. Well, gathered together. Noch ein Death Scream. Du bist nicht rechtzeitig abgehauen. Speaking ill of a public official. Oh Gott. Ich hab dieses Ending ist nicht cool. Will you let me get on with this? There. Well, to get to the point, we want to say... Thank you! Us. Thank you! Okay. Oh, well, to be honest. There is no more to be said. You've scattered the comet's shadow. That's something we can never forget. Now you'd better get going. Your boat won't wait. Das waren 5 Kultisten und hier 20 Leute, die alle vom Bescheid wussten. Hinterfrag's nicht. Zeit loswerden können. Was? Hinterfrag's nicht, Modi. Normalerweise ist das ganze Dorf ein Kultscheiß. Man muss alles ausheben, aber so? Ich glaube, das hat gar keinen Sinn. Hey, find a fine old pub and drink to my health. Goodbye, was? Parker. Wir hatten einen Dialog mit... Wir hatten nicht einen Dialog mit dir. Du hast nur den ganzen Tag gesoffen. Aber wir sind jetzt beste Freunde im Team. Ja. Thanks again for the photo of the stone circle. My pleasure. Gibt das ein Recap, was die alle gemacht haben? Oder was? Wahrscheinlich. Oh Gott. The competition is going to hate my guts. And will prove the Boliskin was right. What was it he saw exactly? Story, and I'm not sure. Ich hätte echt gerne ein modernes Remake von dem ganzen Ding hier sehen. Ja. Das ist wirklich davon ein Remake. Well, Mr. Griffith, ja, so richtig schön im Resident Evil Style. Ja. Aber mit derselben absurden Scheiße wie die Flügel. Dann müssen wir es nochmal spielen. Ja, als modernes Spiel will ich das sehen. The End. Gott, war das schlecht. Na, ja, das war dann wohl God of Fortune, Shit of the Comet. Shit of the Comet. Sehr gut. Ich habe Shadow of the Comet gesagt. Bei dir ja, ist aber dafür, dass, ja, dafür, dass bei mir nur Shit of the Comet angekommen ist, muss ich sagen. Ja. Ja, gut.